Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und zwar einem kleinen Vlog. Jetzt ist gerade runterfahren. Ja. Und jetzt wirklich herzlich willkommen. Und zwar wird am Samstag vielleicht, es ist jedenfalls eine Chance von so 60%, dass ich vielleicht am Samstag eine ganz spezielle Vlog Runde aufnehme. Denn am Samstag feiere ich meinen Geburtstag. Ja, ich bin heute, genau heute um 1 Uhr, also genauer gesagt um 58 Minuten nach 24 heute geboren worden und ich feiere heute meinen 16. Geburtstag. Und ja, das wollte ich euch eigentlich jetzt im großen Teil mitteilen und vielleicht mache ich sogar mal eine Geburtstagsparty, die wir jetzt hier draußen stattfinden, wenn wir wahrscheinlich die ganze Nacht machen, Vlogs. Da gibt es auch einen Bekannten, mit dem ich eigentlich einen Vlog machen wollte. Aber leider, dass mein Handy dann damals abgeschützt war, konnten wir leider den Vlog nicht nehmen. Weil irgendwie Handy so drauf, dass es irgendwie seit neuestem, wenn ich ein Video mache, plötzlich abschmiert. Aus irgendeinem Grund so ab Minute 6 oder so, früher sogar ab Minute 10 oder so, also ab Sekunde 10 meine ich. Was ich aber Standbild ist, ich kann zwar stoppen, aber meine Stimme wird weiter aufgenommen und ich sehe halt nur so ein Standbild, ne? Und dann stürzt man sich ab, indem sich die App aber schließt. Komplett schließt, also sie ist nicht mit einem Tab oder so. Und die auf. Also, das, also als wäre ich, hätte ich nie aufgenommen. Also die Aufnahme flasht sich automatisch, warum auch immer. Also das ist mal seltsam an meinem Handy. Und das heißt für mich, dass ich hier drin im Wintergarten sehr viel aufzuräumen habe. Da ich, da halt hier viel Platz sein muss. Und ja, der Pool wird auch genutzt, wobei ich mein Handy nicht in den Pool reinnehme. Das wäre natürlich Selbstmord, denn sonst würde der null Logs von mir sehen. Aber ja, natürlich, ich werde natürlich jeden nicht zeigen. Genauso wenig wie mich. Da ich jetzt das ja, wie ich selbst ja, diskret halten möchte. Das ist ja, glaube ich, auch verständlich. Und ja. Ja, wer bis hier hingeguckt hat, bitte Hashtag, dieser Moment, wenn mir eigentlich nichts einfällt. Hashtag Geburtstag in die Kommentare. Eine andere Frage, wie seid ihr eigentlich zu Fußball? Also ich bin eigentlich einer, der spielt nicht Fußball, geht auch in keinen Verein oder so und schaut auch nicht die WM. Also wenn wir jetzt ehrlich sind, mich interessiert die WM nichts. Also ich höre vielleicht hin und wieder mal, wie gut die Spiele ausgelaufen sind, aber das war's auch schon. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zur WM steht. PS, kennt ihr eigentlich diese Katzenvideos oder Hundevideos? Diesen Klassiker, wo der Hund oder die Katze den ihren eigenen Schwanz hinterherjagt, also so im Kreis rumläuft. Genau dasselbe ist heute Pandora passiert in meinem Zimmer. Wie sie war so irritiert, dass sie ihren eigenen Schwanz gejagt hat und sogar selbst gebissen hat. Das ist der Klassiker. Natürlich werden hier alles vorbereitet für meine Party. Und der Pool wird auch genutzt, wie gesagt vorhin. Ja. Was ich hier noch sagen wollte. Es steht ein neues Projekt an. Ich werde ja bald, übrigens zu meinem Geburtstag kriege ich vielleicht, wenn ich Glück habe, einen neuen PC. Dann werden natürlich die Aufnahmen noch besser. Und dann werde ich natürlich eine Art wieder Kurzfilm machen. Und zwar der erste Kurzfilm wird halt in Paris sein. Meine Vorgeschichte zu Flowers. Dann Flowers selbst, wahrscheinlich, wenn ich die Map endlich hinkriege. Dann etwas zu Laguna und dann ein Projekt, was bei Laguna leider irgendwie abgebrochen ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Also was Halbling sich die ganze Zeit denkt, warum der Server down abkackt. Dann macht er wieder ein neues Projekt, dann passiert dasselbe. Nichts gegen mich, Halbling, aber es ist bei jedem Projekt so gewesen. Erst Nebel, da war ich dabei, plötzlich war es weg, ich wollte aufnehmen, glücklicherweise nicht. Da habe ich halt das hier gemacht, weil ich wollte nicht komplett ausblenden lassen. Und dann heilen und ja. Laguna, aber ich werde trotzdem was zu Laguna machen, weil ich glaube, das Projekt ist abgelaufen und ich hätte sowieso was zu Laguna gemacht. Oder dergleichen. Neues Projekt heißt Eritakus von Nutrex, genau Nutrex und Dentax. Ich weiß nicht, wer von dem Owner ist oder wer von dem Besitzer ist. Also zum Server. Mute Nutrex, weil der hat das Video zuerst hochgeladen. Und hat natürlich auch die Werbung gesagt und was man natürlich haben muss bei der Werbung und welche Leute er gerne am Projekt haben möchte. Also vom Charakter und so. Schon beworben und bin schon drin. Ab morgen geht es um 12 Uhr los, wobei ich ja Schule habe und deswegen wahrscheinlich ja später dabei sein werde. Weiteres Eritakus, also weiteres Eritakus-Projekt wahrscheinlich, oder? Ein weiteres Vorprojekt, und ich habe natürlich Nutrex gebeten, bitte, dass dieses Projekt ein würdiges Ende bekommt.
Wenn ich an meine Projekte zurückdenke, hat zwar jedes meiner Projekte, die ich, also Roleplay-Projekte, die ich gemacht habe, wo ich beteiligt war, also Roleplay in Anführungszeichen, ich hatte nämlich auch andere Projekte, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, zum Beispiel, die ich jetzt nicht erwähnen möchte und trotzdem sage ich es jetzt. Und zwar eine Art Minecraft Sky-Projekt, Mod-Projekt, was nicht Roleplay ist, sondern nur Just for Fun war. Hielt nicht lange, das war circa eine Woche und dann war es vorbei. Deswegen habe ich auch nichts aufgenommen, weil ich denke so, wozu? Zurückdenken hat jedes Projekt, Avonum, Nebel, Generation und so weiter ein würdiges Ende bekommen, indem ich einfach einen kurzen drüber gemacht habe. Ich glaube, die sind auch gut gelungen. Ansonsten ein wirkliches Ende, normales Story-Ende, bei einer normalen Folge gab es eigentlich nur bei Rogue, Invasion und Minecraft Pearl, diese drei. Und das waren die einzigen, die wirklich ein normales Ende hatten. Und ja, ich schieße gerade einen Fußball rum. Hoffe ich natürlich, dass Irithikus Erfolg wird. So, wir sind jetzt gerade bei 6 Minuten angelangt. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Abo und auf Knaster. Mehr von mir weiter im nächsten Mal. Und ciao.